Herzlich willkommen auf dem schönen Österreich-Spielberg. Besser gesagt, der Red Bull Ring. Die zweite Station der ADAC GT Masters 2021. Endlich wieder mit Fans. Endlich wieder mit unseren Gästen und unserer schönen Hospie. Ich zeige euch jetzt einmal onboard, was so die Besonderheiten hier in Spielberg sind. Also letztes Jahr in Spielberg waren ja Track Limits ein Riesenthema. Und zwar ist die normale Regelung, dass man immer noch zwei Reifen vor der weißen Linie haben muss. Also sprich, man darf mit zwei Reifen mit dem Auto die Strecke verlassen, aber zwei Reifen müssen noch auf der weißen Linie sein. Und es ist hier in Spielberg mit den asphaltierten Auslaufzonen sehr schwierig einzuhalten und für den Zuschauer dann nicht ersichtlich, warum jemand eine Strafe bekommt. Und für uns Fahrer ist es auch schwer zu managen. Jetzt gibt es hier dieses Jahr eine neue Regel, die verlangt aber alles von den Autos, vom Material und von uns ab. Und zwar dürfen wir die Strecke komplett mit allen vier Reifen verlassen. Gerade in Kurve 1, 9 und 10, also die erste Kurve und die letzten zwei. Und die haben da Floppies reingebaut, so Plastikbommel. Und vor denen müssen wir auf die Strecke zurück. Wenn wir danach auf der Strecke, also wenn wir nicht vor der Strecke zurück sind, sondern danach außen rumfahren oder die Floppies umfahren, dann kriegen wir eine Strafe. Davor wird alles noch gezählt, dass es richtig ist. Und jetzt will ich euch da mal auf eine Runde mitnehmen, dass ihr seht, wie das so ausschaut. Gehen wir mal direkt los. Kurve 1. Da kann man jetzt sehen, dass wir gerade am Eingang der Kurve schon links komplett die Strecke verlassen, um den Radius möglichst groß zu machen, über die gelbe Bulls drüber, die komplett die Strecke verlassen und vor den roten Floppies müssen wir dann wieder zurück sein. Es gibt ordentlich Schläge aufs Auto, aber es ist halt einfach ein Tick schneller. So, jetzt geht's hier hoch bis fünfter Gang Drehzahlbegrenzer oder kurz vorm Drehzahlbegrenzer. Die zweite Kurve in Spielberg, wir kommen so circa mit 260 an. Bremsen 100 Meter runter. Erster Gang und Vollgas. Die nächste Kurve ist fahrerisch sehr anspruchsvoll. Und zwar geht die auch noch zusätzlich bergab. Also sprich, das ganze Gewicht vom Auto drückt. Wir bremsen auch knapp 100 Meter, fahren innen auf den Curb, weil der zieht uns etwas rum. Und fahren hier komplett bis zum Kiesbett raus. Das seht ihr schon, da liegen sogar Teile von, ich glaube, es war ein Mercedes. Jetzt kommen zwei sehr starke Aero-Kurven. Also in Spielberg ist das unter, also wir haben harte Bremsmanöver mit langsamen Kurven, aber auch schnelle Kurven. Das ist gerade für Setups sehr, sehr schwierig, das einzustellen. So, und jetzt geht es eben in diese besagte vorletzte Kurve. Ihr seht jetzt gleich, wir verlassen komplett die Strecke und müssen vor dem roten Floppy wieder zurück sein. Also wir können komplett off-track gehen. Kurz anbremsen, rum am Curb und komplett die Strecke verlassen über den Curb raus. Letzte Kurve, genau dasselbe und komplett raus über den Curb, auf das Rote und wieder zurück. Wir fahren deswegen bis auf die roten Flächen aus, weil die haben mehr Grip nochmal zusätzlich. Also nicht wundern, ich glaube Track Limit ist weniger ein Thema wie letztes Jahr, aber wir müssen einfach jeden Zentimeter hier ausloten, weil jetzt an den zwei Testtagen haben wir schon gesehen, dass hier ein Zehntel 5-6 Plätze ausmachen. Und im Bestfall, wenn ich das optimal gemacht habe, stehe ich möglichst bald vorne im Qualifying. Jetzt haben wir ja das ein bisschen erklärt, dass die Track Limits hier sehr groß geschrieben werden. Früher mussten wir wirklich noch an der weißen Linie da, wo du ziehst, da kommt jetzt hier ein Auto von Audi, da mussten wir an der weißen Linie noch mit zwei Reifen drauf sein. Jetzt können wir die Strecke komplett verlassen, komplett rausfahren hier. Es ist egal und das Einzige, was uns reglementiert, sind diese Boller hier. Wir müssen vor den Bollern zurück auf der Strecke sein. Wenn wir die umfahren, kriegen wir eine Strafe. Wenn wir dahinter vorbeifahren, kriegen wir eine Strafe. Also wir können hier komplett weit fahren, aber vor den Bollern zurück. Da wir hier jetzt mit dem Track Limit sehr weit gehen können, fahren wir über den Curb und über diesen gelben Boller hier komplett drüber. Darum ist der auch so schwarz. Das ist A mal Reifenabrieb, aber es ist auch unser Unterboden. Also wir schlagen hier ganz leicht durch, fahren hier raus auf das Rote. Und wenn man hier so läuft, wenn du das so siehst, da ist ja ganz viel Gummi. Also hier außen haben wir auch wieder richtig viel Grip. Und dann, ja, wer das am besten macht, der wird ganz vorne stehen. Morgen. Morgen. Theo, weißt du, wer das war? Me, you must help me, yeah? Who was it? Es war Pierre. Es war Pierre, am Donnerstag. Es ist Donnerstag vor dem Rennwochenende. Schau dir mal den Hobel an. Musst du mal später fragen, dann gehst du mal zu ihm und sagst, Pierre, was ist denn da schon wieder passiert? Das war doch bestimmt der Elia, oder? Okay, sag das mal. Ich frag ihn mal, ja. Hätten wir nicht so engagierte Leute, die uns da echt helfen, ne? Dann würde das Auto wie Kraut und Rüben ausschauen am Rennwochenende, okay?
Der hat knapp einander dafür. Theo. Ich weiß gar nicht, was der immer hat. Ja, was hast du denn angestellt? Ich habe gar nichts angestellt, wie immer. Kleine Schleifspuren an der Seite. Und was hast du da gemacht? Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass man auch ein paar Kampfspuren am Auto hat. Wie man hier schön sieht. Da war nicht was drum. Da ist da was kaputt. Weißt du was, Theo? Ich kram mal da wegen den Onboards und schau mal, ob ich da was finde, okay? Ja. Ja, wie war's? War eigentlich ganz gut. Freies Training 1 und freies Trophy-Training. Sind wir alles auf Gebrauch der alten Reifen gefahren. Lief eigentlich echt ganz gut. Ein paar Kleinigkeiten, aber schauen wir mal ins zweite freie Training und dann ins Qualifying. Auto fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wird mega eng am Red Bull Ring. Also hier wird es mega, mega eng. Ich bin jetzt auch relativ lang gefahren. Ich bin freies Training 1, jetzt das Ende gefahren und dann das komplette Trophy-Training. Man muss sich halt hier ziemlich konzentrieren, gerade mit den weiten Bögen, die man fahren kann. Wir fahren ja eigentlich von der Strecke runter dürfen, das muss vor dem Bollern zurück sein. Und da außen, das ist schon sehr angespannt, dass das Auto hält. Ja, mit der Aero, das versetzt, das ist schon schwere Konzentration. Mies? Ja. Today, they put new stickers on the car. Yeah, they did. This morning. And this morning they put new sticker? It took 15 minutes. Nach 15 Minuten sah das Auto so aus. So? Schau mal hinten, das war alles neu. Me, who drove the first stint. Oh, Koffer. Hast du nichts mehr zu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Woran hattet ihr Lehen? Schönen guten Morgen. Morgen. Theo. Du bist heute nicht fahren. Theo, wie lange bist du schon dabei? Für alle, die zum ersten Mal das Video anschauen. In der GT Masters fährt auf unserer Fahrerbesetzung immer der Elia am Samstag und ich am Sonntag. Aber der Theo. Theo. Kann sich das nicht merken. Genau. Und unser Kimi von der Krabbelgruppe fährt auf einem anderen Auto. Du hast schon laufen heute Morgen. Nee. Zum Frühstück, ja. Zum Frühstück. Also, Kimi, hau einen raus. Jo. Freu mich jetzt aufs Qualifying. Steig jetzt ein und dann gebe ich Start. Theo. Ja? Meinst du, wir brauchen noch einen Tipp? Ja, warum nicht? Ein Tipp vom Profi. Warum fährt der Elia denn eigentlich immer am Samstag? Der Elia fährt immer samstags, weil so im Reglement drin steht, wenn der Elia ist Bronze, ich bin Gold von der Fahrereinstufung, wären wir jetzt beide Bronze, könnten wir uns das aussuchen. Aber Theo, ich dachte, nach so vielen Jahren unserer Zusammenarbeit. Nee, war mir tatsächlich noch nicht klar. Ich habe das Reglement noch nicht durchgelesen bisher. Nein. Das war die Erklärung vom Erklärbär. Dennis, was
war denn da gerade los? Du, keine Ahnung. Soweit ich gesehen habe, ist da nur so ein Porsche, der ausgerollt ist. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. War eine geile letzte Runde. Mega. Wie zufrieden bist du hier? Das 20 habe ich jetzt, glaube ich, gerade gelesen. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wenn man sich die Abstände mal anschaut, hier, wie dicht wir da jetzt dran sind an dem ganzen Pack. Dann glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Und der hier ist eine super letzte Runde gefahren. Vor dem oder in der Runde, wo es rot wurde, ist er seine absolut schnellste Sektorzeit gefahren, hier im ersten Sektor mit 22,4. Da wären wir hier schon im Pack von 15, 17 und das wäre super. Auch im letzten Sektor, hier in der letzten Runde, hat es nicht ganz gestimmt. Also realistisch hätten wir jetzt aus eigener Kraft wirklich hier ins Mittelfeld fahren können. Und also ich bin von den Zeiten her, wenn man sieht, wie eng das ist, sehr, sehr zufrieden. Es wird richtig warm, die Sonne kommt raus. Startplatz 20. Ich freue mich auf die erste Kurve. Ich freue mich auf den Rest. Ich hoffe, es geht gut nach vorne. Hey Theo. The final result. Ja, Platz 16 ist irgendwie undankbar. Man kann aber nicht sagen, dass wir unzufrieden sein können mit dem Rennen. Ich bin von 20 wirklich auf 14 vorgefahren. Hatte geile Fights, hatte dann noch einen kleinen Abflug in der Runde in die Box rein, bin über das Kiesbett, hab zwei Plätze verloren. Einen davon konnten wir uns beim Boxenstopp zurückholen. In der dritten Kurve hatte ich eine kleine Berührung mit Mercedes, den bin ich draufgefahren, weil der sehr früh gebremst hat. Schade, das Rennglück war einfach nur nicht da. Was hast du denn da gemacht, Kaffer? Alter, ich bin keinem hinten drauf gefahren. Nee, das war ich. Das war diesmal ich. Das war ich mit Mercedes. Alles. Der hat so früh gebremst. Aber hinten, das warst du, oder, Kaffer? Was? Hinten, hinten rechts. Schau mal. Das war ich nicht. Ah doch, das war ich am Start, sorry. Das war ich am Start. Das war ich aber eigentlich nicht. Da, schau mal. Ja, das kann sein, dass das der Clemens war. Ja, der Clemens vielleicht. Keine Ahnung. Ja, doch. Aber leichtes Zuschauervoting. Was ist schlimmer, das? Und das? Und jetzt im Vergleich? Die ganze Front im Arsch. Guck dir das mal an. Schau mal, Theo. Die Kiste überhaupt noch nach links und rechts gehen. Das schaut schlimmer aus. Das schaut schlimmer aus. Einmal abstimmen, bitte. Was ist der größere Schaden? Aber Kaffer, war mein Start geil? Komm bitte. War geil. Hey, ich muss dir eins sagen, also neidlos anerkennen. Wie der das immer schafft. Eigentlich sollte er Qualifying sein lassen und soll nur einen Start fahren. Weil die Zeiten, erste Kurve, bam, fünf Plätze. So geht es. Also morgen ist ein neuer Tag, auf ein neues. Die Basis stimmt. Ich hoffe, morgen bringen wir es zusammen.